Heute tritt ein Betrüger den Beweis an, dass Kinder wohl dumm machen. Ich bin der Callcenter-Crasher mit dem Sonntagsvideo. Der Betrüger gab an, ein Kind bekommen zu haben und das soll am mangelnden Schlaf schuld sein. Aber es wäre mir neu, dass Kinder an der fehlenden Intelligenz der Väter schuld sind. Er war mal wieder ein Beweis dafür, wie schlecht vorbereitet die in ein Betrugsgespräch hineingehen. Die langen Wartezeiten, in denen er Informationen suchte, habe ich euch herausgeschnitten. Und nun viel Spaß mit dem Video. Nach dem Intro geht's los. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wolfgang Rasch, mein Name. Jo, hallo Herr Rasch. Ich rufe an bezüglich Ihrer Anmeldung. Welche Anmeldung? Sie haben sich für den Onlinehandel interessiert. Richtig. Hatte ja. Haben Sie denn schon Erfahrungen auf dem Gebiet? Ein klein wenig habe ich mich belesen, ja. Und, wie finden Sie? Wie finde ich was? Also, das, was Sie gelesen haben. Ist das was für Sie? Interessant, ja. Dürfte ich Ihnen kurz erklären, was wir anzubieten haben? Ja, und welche Firma sind Sie? Wir sind die FTC Group. Was bitte? Habe ich leider nicht verstanden. Ich sage, wir sind die FTC Group. Wir arbeiten mit allem Möglichen, mit Quantum, mit Tesla. Mhm. Okay. Also, ich erkläre Ihnen kurz, was wir anzubieten haben. Wir haben zwei Varianten. Wir haben die vollautomatische Roboterversion. Der arbeitet vollkommen alleine. Das sind Algorithmen, die eingestellt wurden nach ihren Wünschen. Bei dieser Variante haben sie den täglichen Gewinn bis zu 18% von ihrer Investition. Ja. Dann haben wir die Finanzexpertenversion. Sie haben täglichen Kontakt mit den Finanzexperten. Da brauchen sie maximal 15, 20 Minuten am Tag Zeit, dass er sie aufklärt, sie über Neuigkeiten darüber aufklärt. Und ihnen mitteilt, was Sache ist. Ja. Was wäre Ihnen denn lieb? Wie, was wäre. Ich, ja, erstmal möchte ich ein bisschen was. Ihre FTC Group, sagten Sie? Genau, genau. Ja, haben Sie mal Ihre Webseite? Die ist mir so. Fällt mir gar nicht ein, dass ich mich da registriert habe. Haben Sie WhatsApp unter die Nummer? Nein, Sie rufen auf einem Festnetz an. Ach so. Könnte ich vielleicht Ihre oder ich schicke Ihnen eine Mail. Ne, Sie können mir einfach sagen, Ihre Webseite. Die FTC? Ja, wie buchstabieren Sie? FTC? Also, das ist... Moment. Moment, einen kleinen Moment bitte. Muss ich neu reingehen. Wie, Sie wissen Ihre Webseite nicht auswendig? Doch, aber ich bin am Computer gerade. Also, das ist die ftcgroup.co. FTC Group? Genau, zusammengeschrieben. ftcgroup.co? Genau. Okay, dann schaue ich mir das doch mal an. So, Augenblick. Gerne. So. Nee, der Server wird nicht gefunden. Die Webseite gibt es nicht. Kann nicht sein. Doch, ist so. Moment, ich versuch's mal selber. Stimmt, irgendwas ist da. Ja. Sie kennen also Ihre eigene Webseite nicht? Doch, ich versuch's gerade. Nee, offensichtlich kennen Sie sie nicht. Doch, doch, das ist schon. Aber ich komme gerade irgendwie selber nicht drauf. Ja, weil die Webseite existiert gar nicht. Doch, die existiert eigentlich nein, schon. Nein, nein, nicht. Ich verstehe gerade selber nicht, was Sache ist. Nicht unter der E-Mail-Adresse, unter der Webadresse existiert die Seite nicht. Moment, da muss ich mal Vorgesetzten fragen, was da los ist. Genau, fragen Sie mal, ich bleib dran. Vielen Dank. Hören Sie mich? Ja.
Suchen Sie mal trade.ftcgroup.company. .co oder? Nee, nach ftcgroup.company. Also, ftcgroup.company. Company, ja. Ja, dann versuchen wir das da nochmal. So, das ist die, da gibt es eine Seite. Schwarzer Hintergrund und da. Genau, genau. Gut, aber mehr passiert da nicht. Ja, da brauchen Sie ein Login. Ja, wie denn? Der Login. Da gibt es kein Feld zum Einloggen. Da sind nur ein roter und ein grüner Kreis, die umeinander kreisen und mehr passiert nicht. Haben Sie Trade davor angegeben? Nein, Sie haben gesagt, ja, hier steht trade.ftcgroup.company. Genau. Und das funktioniert nicht. Bei mir funktioniert. Da ist ein grüner und ein roter Streifen, die umeinander kreisen. Kein Text, gar nichts drin. Also bei mir ist ein Kasten mit Signieren und Register. Bei mir nicht. Seltsam. Ja, seltsam. Und wenn ich einfach FTC Group von Company eingebe, habe ich unsere Webseite. Also ohne Trade davor? Ohne Trade davor. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Versuchen wir es mal. Ja, da können Sie auch die App runterladen. So, ja, da haben wir eine Webseite. Ja, jetzt haben wir es, oder? Ja, das ist ja lustig. Ist ja komisch. Ich wollte ja Ihre Webseite wissen, deswegen frage ich ja. So. Ja, das ist... Alles ist gut, was gut endet, oder? Ja, gut. Ja, natürlich, gut. So, dann können Sie gerne mal erklären, wie das jetzt genau funktioniert bei Ihrer Firma. Also, machen Sie eine Registration, aktivieren Ihr Handelskonto und wie ich schon sagte, wird sich der Finanzexperte mit Ihnen in Verbindung setzen, über Ihre Interessen ausfragen, was Sie möchten. Was möchten Sie denn, sagen wir es mal so. Ja, erstmal will ich gerade die Deutschlandflagge anklicken, dass ich das auf Deutsch lesen kann, aber das funktioniert nicht, das bleibt immer auf Englisch. Bei mir geht es auf Deutsch. Nee, bei mir geht es nicht auf Deutsch. Nur Englisch, Tschechisch, Italienisch, Kanadisch und Deutsch. Und auf Deutsch wird nichts auf Deutsch angezeigt. Das bleibt immer nur Englisch. Versuchen Sie mal, die Seite nochmal neu zu laden. Ja, mache ich gerne. So, zack. Nö, nix mit Deutsch. Alles Englisch. Benutzen Sie Google Chrome? Nein. In den Browser-Einstellungen, dass die Seite übersetzt wird, kann es nicht mehr ändern, ne? Das macht ja wenig Sinn. Wenn Sie eine deutsche Webseite haben, dann müsste sie doch auf Deutsch angezeigt werden, egal bei welchem Browser. Seltsam. Bei mir steht es auf Deutsch. Ja, bei mir steht es nicht, das sagte ich ja. Nee, hab ich schon gehört. Also, und da habe ich mich angemeldet, sagen Sie. Also, Sie haben Ihre Daten hinterlassen, ja? Auf dieser Webseite. Gehe ich mal davon aus, ich habe Ihre Telefonnummer. Ja, aber wenn die Seite nicht auf Deutsch ist, wie soll ich dann meine Daten hinterlassen? Da bin ich jetzt überfragt. Also, wie gesagt, ja. Ich habe Ihre Daten vor mir. Woher haben Sie denn meine Daten? Wann habe ich mich denn da angemeldet? Sage ich Ihnen gleich. Moment. Ja, das war im Januar. Also am 3. Januar. Am 3. Januar. Müsste ich ja, kann ich ja im Prinzip mal in meinem Verlauf gucken. So, aber... Na gut, wenn ich mir das jetzt auf Englisch übersetzen würde...
Wie funktioniert das jetzt genau bei Ihnen? Was bieten Sie an? Wir bieten an, zum Beispiel, Sie können bei uns in die Tesla X investieren. In was bitte? Sie können bei uns zum Beispiel in die Tesla X investieren, ins Quantum investieren. Sie sprechen leider sehr undeutlich. Können Sie bitte die Zähne auseinandernehmen beim Sprechen? Sie nuscheln sehr. Ich sag, Sie haben sich fürs Quantum interessiert. Ja, gut. Also bei uns können Sie sehr gern ins Quantum investieren. Damit arbeiten wir sehr eng zusammen. Sie arbeiten genauso mit Quantum zusammen? Genau. Das heißt, auch mit Tesla? Das heißt, bei Tesla auf der Webseite ist Ihre Firma verlinkt? Als Partner? Müsste sein, bin ich jetzt überfragt. Ja? Müsste sein. Müsste sein. Aber wie gesagt, da bin ich gerade überfragt. Gut, okay. Na gut, also jetzt mal angenommen, ich übersetze mir das alles auf Deutsch. Und wie funktioniert das? Wie kann ich dann bei Ihnen Geld verdienen und was kann ich verdienen? Also bei der Roboterversion haben Sie bis zu täglich von Ihrer Investition. Wie viel? Ihre Telefonleitung, Ihre Stimme war kurz weg. Bitte nochmal wiederholen. Ich sag, bei der Roboterversion, beim vollautomatischen, haben Sie bis zu 18% täglich Gewinn von Ihrer Investition. Ja. Beim Finanzexpertenversion, wo ich schon sagte, wo Sie täglich kurz Zeit nehmen müssen, wären es 20%. Ja. Gut. Also täglich. 18 oder 20, wie was, täglich? Täglich, ja. Bei der Roboterversion haben Sie 18% täglichen Gewinn. Genau. Und genau. Nur 2% mehr beim Finanzmakler? Ja. Das ist aber wenig als Unterschied. Der Unterschied zwischen einem... Aber das ist die Wahrheit. Nicht so wie bei manchen. Ja gut, das ist die Wahrheit. Gut, dann sehen wir das ja. So, und wie, also es geht nur mit dem, also ich würde ja gern, mit was kann ich, also diese Aktien, sagten Sie, ne? Ja. Aktien, Tesla-Aktien, welche Aktien bieten Sie noch an? Was bieten Sie noch an? Nur Aktien oder auch Rohstoffe? Quantum, Rohstoffe können Sie auch investieren. Und was noch? Machen Sie das nicht so oft? Doch, aber ich erkläre es nicht so oft, so genau. Ja, was heißt so genau? Sie müssen doch wissen, welche Handelsinstrumente Ihre Firma anbietet. Das muss man ja nicht so oft erklären. Da gibt es doch im Prinzip maximal 5. Vermögenswerte haben wir. Dann haben wir Gold. Gold können Sie sehr gut investieren. Das sind ja Rohstoffe. Das ist ja die Übergruppe Rohstoffe. Und in Kryptowährung wäre noch eine Möglichkeit. Kryptowährung, also Kryptowährung, Rohstoffe, was noch? Und Unternehmensanteile. Okay, also 3 Gruppen haben Sie nur. Ja. Oh, das ist wenig. Aber okay, also Stocks. Wie bitte? Stocks? ETFs? Ich glaub, das sagt mir jetzt nichts, ich glaube eher weniger. Ja, gut. Also ich stelle fest, Sie sind also kein Finanzmanager. Sonst doch, wüssten Sie das. Nee, dann wüssten Sie doch mit den Begriffen was anzufangen. Ich weiß schon, was damit anzufangen. Ich habe nur gerade nachgeschaut, ob wir das anbieten. Ach so, gut. Was sind denn Stocks? Das ist gerade eine reale Frage. Bitte? Ist das gerade eine reale Frage? Ja, natürlich. Aber ich sehe schon, da kommen wir nicht weiter. Gut, jetzt mal angenommen, ich würde gerne bei Ihnen investieren. Wie funktioniert das nun genau? Also, Sie haben 3 Arten. Entweder mit einer Lastschrift, mit einer Überweisung oder Sie gehen auf die Plattform und machen es eigenständig. Sie loggen sich ein. Eine Überweisung, Überweisung wäre richtig. Für mich.
Dann würde ich Ihnen die Kontodaten per E-Mail schicken. Ja, welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Sage ich Ihnen gleich. Das ist die peter.borchert@mailbox.org. Ja, Augenblick, ich muss die nochmal gucken. Ja, ich glaube, das ist die richtige. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Sehr gut. Kann ich Ihnen das zuschicken? Ja, können Sie mir zuschicken. Sehr gut. Mach ich dann. Dann bleiben wir in Kontakt. Ja, ich bleib dran. Ich bleibe am Telefon. Alles klar. Hallo, ist noch jemand da? Ja, ich bin schon noch dran. Ach so, okay. So, habe ich ihn weggeschickt. Ja, dann aktualisiere ich mal. Noch ist nichts da. Ich muss gleich kommen, denke ich. Dann warten wir mal einen Augenblick. Ja. Das dauert aber lange. Aktualisieren Sie mal nochmal. Ja, mache ich ja. Das aktualisiert sich automatisch. So, jetzt haben wir hier Wolfgang Reisch, richtig? Genau. So. So, was steht hier? Berechtigungsnachweis für die Überweisung? Was soll das denn heißen? Von der Überweisung. Das Screenshot, dass die Überweisung weggegangen ist. Ah ja. Und Ihre Firma ist eine italienische Firma? Nein, das ist ein Drittpartner, weil unser System zurzeit wegen vielen Anfragen überlastet ist. Sie nuscheln sehr. Bitte die Zähne auseinandernehmen beim Sprechen. Ich sage, unser System ist zurzeit wegen vielen Anfragen ein bisschen überlastet. Deswegen haben wir einen Drittpartner rangeholt. Ja, und ich sehe gerade, Grund der Zahlung privat, das ist ja nicht... Das ist ja keine private Überweisung. Das ist, weil das ja ein Drittanbieter ist. Müsste aber die Tage wieder in Ordnung gebracht werden mit unserem. Okay, gut. Und Ihre Firma, ich sehe, Ihre Firma ist eine österreichische Firma. Ich sehe es gerade an Ihrer Telefonnummer. Das ist IP, IP-Telefonie. Ah, und wo ist der Sitz Ihrer Firma? Der ist in Österreich. In Österreich. Also sind Sie doch eine österreichische Firma. Oder wo sind Sie? Mehr oder weniger, ja. Wo sind Sie denn gemeldet als Firma? Müsste ich nachschauen. Ja, dann schauen Sie bitte mal nach. Ich möchte ja wissen, bei wem Sie gemeldet sind, in welchem Land. Wenn Sie sagen Österreich. Das arbeiten du in Österreich. Ja, das war ja nicht die Frage. Die Firma muss ja wo gemeldet sein. So wie ich sehe, in Kanada. In Kanada. Oh, ich sehe gerade, auf Ihrer Webseite steht eine plus 440. Das heißt, Kanada hat aber nicht 044 als Vorwahl. Das ist ja dann in Großbritannien 44. Da müssen Sie mich jetzt. Da bin ich jetzt überfragt, wie ich sehe. Sie sind ein Finanzmanager, wissen nicht, wo Ihre Firma gemeldet ist? Das ist ja sehr komisch. Ich habe kürzlich ein Kind bekommen, ich bin durch den Wind. Was haben Sie bekommen? Ein Kind. Ach, wenn Sie ein Kind bekommen, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen dümmer oder so. Nein, aber ich schlafe so sehr wenig. Ach so, gut.
Aber das muss man doch auch. Haben Sie das Kind erst bekommen? Haben Sie erst in der Firma angefangen, als Sie das Kind schon hatten? Oder warum? Das ist so unlogisch, was Sie sagen. Nein, aber wie gesagt, ich schlafe so seit wenig. Dann schauen Sie doch mal nach, wo Ihre Firma gemeldet ist. Sie müssen das ja wissen. Das können Sie sicherlich irgendwo überprüfen. Ich sehe gerade, hier steht FTC Group Limited. Limited ist ja eine Unternehmensform aus Großbritannien. Ja. Ja, also österreichisch ist Limited nicht. In Österreich wäre es GmbH oder so. Also österreichisch ist Limited nicht. Ja, doch, Großbritannien. Großbritannien, aha, gut, okay, gut. Dann haben Sie mal, auf der Webseite sehe ich Ihre Adresse Ihrer Firma nicht. Können Sie mir die Adresse mal durchgeben, bitte? Moment. Ist noch jemand da? Ja, ich bin schon noch dran. Ja, weil Sie die ganze Zeit nichts sagen. Das kann ja nicht so schwer zu finden sein. So wie es sich rausstellt schon. Ja, das ist ja dann. Das hat ja wenig mit wenig Schlaf zu tun. Das, ich denke, das weiß ich nicht. Das ist eine. Wirkt erstmal auf den ersten Blick für mich nicht fürchterlich seriös. Hallo, ist es wieder so ruhig? Ist Ihr Telefon kaputt? Nee, alles gut. Ich habe nur eine Kollegin gerade dran. Ja. Gut, aber was hat das mit mir zu tun? Mit Ihrer Kollegin können Sie doch nach Feierabend klönen. Und schon ist er raus. Für das nächste Gespräch hat mich mein Kollege Ziggy hinzugebeten, weswegen ich den Beginn nicht in der Aufnahme habe. Aber das war das kleinste Problem, was wir mit dieser Intelligenzbestie haben. Viel Spaß damit! Keine Auszahlungen, verstehen Sie? Darum habe ich Sie angerufen. Können wir, ich muss erst mal verstehen, warum haben Sie keine Auszahlung bekommen? Verstehen Sie? Vielleicht haben Sie technisches Problem, vielleicht Sie haben mit verschiedenen Leuten gearbeitet oder nicht, ja? Okay, das ist jetzt alles ist klar. Sie haben mit niemandem gearbeitet für Ihre Auszahlung. Darum geht es. Können Sie in Ihrem Handelskonto einloggen oder haben Sie keinen Zugriff daran? Nee, ich weiß gar nicht mehr, welche E-Mail ich benutzt habe. Verstehen Sie? Das ist schon ein paar Wochen her. Deswegen, ich habe nicht so oft die Erfahrung. Verstehen Sie? Das macht mein Pfleger. Mein Pfleger macht das. Alles klar. Aha, okay. Ja, ja, der Geiz halt. Verstanden. Monitoring-Abteilung, können Sie mir was zu Ihrer Firma sagen, bitte? Wie ist Ihre Webseite? A Securities and Exchange Commission. Sie können das in der Suchfelle schreiben. SEC.gov. Was aufnehmen, Micha? Okay. Security. Okay. Kenne ich nicht. Sag mir nicht. Deswegen frage ich ja. Was machen Sie genau? Ja. Wie gesagt, wir arbeiten mit Blockchain-System. Ich überprüfe alle Transaktionen. Verstehen Sie? Ja. Auszahlungen, Investitionen. Ja, also bei mir steht problematische Auszahlungen sozusagen. Verstehen Sie? Oh, okay. Und ich gehöre zu diesen problematischen Auszahlungen. Oder wie?
Das heißt, ich habe Probleme. Nein, nicht so schwierig. Aber ja, ich hoffe Sie, weil wie gesagt, Sie haben bis jetzt kein. Ja, ich hoffe Sie, weil Sie haben bis jetzt keine Auszahlung gekriegt. Ihre Investition ist fertig. Sie haben Profit. Das Geld steht bereits auszahlen. Aber wie gesagt, Sie haben das nicht bis jetzt nicht bekommen. Ja? Und darum. Und was kann ich denn zurückholen? Wie viel Geld ist es denn? Es ist mehr als 10.000 Euro. Oh! Das ist aber nicht viel. Das ist viel. Sensationell, ey. Ja. Sie haben von Ihrer Seite überwiesen. Ja, nee, ich hatte weniger überwiesen. Ich wusste gar nicht, dass jetzt so viel drauf ist. Wahnsinn. Ja. Wissen Sie schon, dass Ihr Gewinn ist in Bitcoins? Oder noch nicht? Nein, das weiß ich nicht. Das wusste ich. Na, ich habe ja Pfunde überwiesen und es wurde dann in Euro umgerechnet. Verstehen Sie, weil ich war ja in London und in London habe ich dann da das gemacht und habe das dann überwiesen in Pfund und das wurde dann umgerechnet in Euro. Verstehen Sie? Aha, alles klar. Ja. Wie viel Pfund haben Sie investiert oder einfach wie viel Euro haben Sie investiert? Oh, ich glaube so 6.000 oder so 6.000 Pfund ungefähr. Ja. Aha. Und warum denke und wann war es? Warum denken Sie, dass Ihr Profit ist sehr groß? Sie haben 6.000 Euro investiert. Und Sie haben gesagt, es sind jetzt 10.000 Euro drauf? Ja, genau. Mehr als 10.000 Euro. Mehr als 10.000. Wahnsinn. Und wie kann ich Ihnen meine IBAN geben? Dann können Sie mir das überweisen. Richtig. Ja, das müssen wir machen. So haben Sie was zum Schreiben? Dann gebe ich Ihnen meine IBAN, ja? Nein, nicht so einfach, Frau Racker. Schauen Sie, es geht um, wie gesagt, Ihr Profit jetzt ist in Bitcoin. Wie ich verstehe, Sie haben nur Euro oder Pfund investiert. Von Ihrer Seite, Sie haben nur normale Geld überwiesen. Ja, wie ich verstehe. Ja, aber schauen Sie, Sie haben mit Broker gearbeitet. Das ist möglich, dass Ihr Broker unabhängig von Ihnen das Geld in Bitcoins umgewandelt und in Bitcoins investiert. Verstehen Sie? Darum haben sie Bitcoins generiert auch. Also, das heißt, dass es geht um Krypto-Auszahlung. Ja? Von unserer Seite können wir nur Bitcoins freigeben. Das ist heißt, die Masche. Was ist Masche? Ja, genau. Was meinen Sie? Was soll ich denn jetzt machen? Weil ich weiß, kriege ich das Geld überhaupt? Und was soll ich denn machen jetzt? Sowieso das, genau, hundertprozentig kriegen Sie das Geld, hundertprozentig. Schauen Sie, wie gesagt, von unserer Seite können wir nur Bitcoins freigeben. Weil Ihr Bank akzeptiert Bitcoins nicht, brauchen Sie Kryptobank, wo können Sie dieses Bitcoins bekommen? Verstehen Sie? Ja. Können Sie mir noch mal Ihre Webseite nennen, bitte, liebe Frau? Wie lautet Ihre Webseite? SEC.gov. Gavi Gerhard oder Otto. SEC.was? Nochmal, junge Frau. Nochmal. Wie? S wie, schauen Sie, ich buchstabiere, ja? S wie Siegfried, E wie Emil, C wie Cäsar. Punkt. S-E-C, Gavi Gerhard, ja, Punkt. Ja, genau. G-E-Faul. GEV, was? GOV, also. GOV, nicht GE, GOV. Junge. Ja. Das ist eine schwere Geburt heute. GOV, okay. Haben Sie es gefunden? Ja, ich gucke gerade. SEC. Das ist Ihre, das sind Sie, das sind Sie. Ja. Schön. Das ist unsere Website. Ist doch schön. Ja, und wo sitzen Sie? Wo sitzt Ihre Firma? Genau. Jetzt, ich bin in Österreich. Österreich, schön. In Wien oder in Zell am See? Ja, in Wien, ja. In Wien, natürlich. Und Ihr Name habe ich nicht gehört vorhin. Wie war Ihr Name nochmal? Ich bin Eva Merz. Frau Merz, ach, wie Friedrich Merz, wie der Minister, ne?
Richtig? Ja, richtig. Ja. Okay, machen wir Folgendes, Frau Rakesh. Können wir einen Auszahlungsprozess anfangen? Davor brauchen Sie erstmal in unserem System verifizieren. Ja? Erstmal zeige ich Ihnen Ihr Bitcoins. Wie viel haben Sie? Wie viel steht unter Ihrem Namen? Wo steht dieses Bitcoin? Ja? Bitte? Das war mein Pfleger gerade. Das war mein Pfleger. Aha, Der ist gerade reingekommen. Was ist denn? Mein Pfleger ist gerade gekommen. Ich glaube, der will wissen, mit wem ich telefoniere. Er fragt immer, weil ich darf normalerweise nicht ans Telefon gehen. Schnuckelchen, was ist denn? Ja, ich wollte mal wissen, mit wem telefonierst du denn? Das ist eine ganz nette Dame. Sie ruft mich an, weil ich habe ja damals investiert und ich bekomme eine Auszahlung. Deswegen, das ist eine ganz nette Dame. Ah ja, und von welcher Firma ist die? Die Firma ist SEC. SEC.gov heißt die Webseite von der Dame. SEC? Das ist aber auch keine Firma. Doch, doch, das ist die Dame von der Firma. Nein, warten das Sie ist mal. Aber keine Kommen Firma. Das ist Government. Frau Merz. Das ist eine Behörde. Das ist eine wichtige Dame also. Die ruft von der Behörde an. Frau Merz, ich gebe Ihnen mal meinen Pfleger. Dann können wir das machen mit der Auszahlungsprozess anfangen, ja, wie Sie sagen. Okay? Warum denn? Also normalerweise das ist nicht Frau Rakesh, verstehen Sie? Herr Rakesh, wieso Frau Rakesh? Ja, aber gut. Nee, weil er hat die Erlaubnis, er hat die Vollmacht von meine ganze finanzielle Sachen. Er ist sozusagen meine Finanzabteilung. Er ist meine Finanzabteilung. Deswegen, er macht alles, Überweisung. Verstehen Sie, Frau Merz? Verstehen Sie? Nicht richtig. Wirklich, verstehe ich nicht. Wer ist diese Person? Also? Ich habe Ihnen doch gesagt, mein Pfleger. Wissen Sie, was Pfleger ist? Weiß Oder ich wissen schon. Sie nicht? Aber ja, was ist denn ein Pfleger? Was ist ein Pfleger? Was ist ein Pfleger? Also, was ist, weiß ich schon, ja. Aber schauen Sie, Frau Rakesh. Das ist mein Pfleger. Er macht alle finanzielle Sachen. Ich darf nichts machen, weil ich habe schon mal so viel Geld verloren. Deswegen, ich habe ja geerbt. Also meine Eltern waren ja Hotelbesitzer und wir haben die haben mir sehr viel Geld hinterlassen und ich habe einen Verwalter. Er ist Pfleger, Verwalter und Synchronsprecher für Stullenfilme. Das alles macht er. Und er kümmert sich um sowas. Das heißt, wenn ich was einkaufe bei Amazon oder jetzt zu Rewe gehe und mir Vaseline hole, dann bezahlt er das. Verstehen Sie? Frau Merz. Ja, okay, verstehe ich. So, ja, deswegen, wenn ich was mache mit Überweisung und so, muss er das freigeben. Er gibt alles frei. Verstehen Sie? Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Ist ein ganz lieber, keine Sorge. Okay. Nimm dich nur auseinander. Moment. Überprüfe ich mit meinem Chef, dass ich mit dritter Person sprechen oder. Ja, natürlich. Okay. Holen Sie Ihren Chef und Ihr Chef redet mit meinem Chef. Das ist besser. Okay. Dann können wir Prozesszahlung anfangen, wie Sie sagen, genau. Ja? Okay, machen wir so. Bitte ganz kurz bleiben Sie an der Leitung. Ich bleibe auf der Linie, ja. Auf diesem Klo, da hängt ein Geist, der jeder, der zu lange scheißt, in seinen Sack reinbeißt. Okay. Ja? Frau Rakesh, kann ich mit Ihrer Pfleger sprechen? Ja, ich rufe ihn mal. Kleinen Moment. Ich weiß ja, ob er sich gerade die Poperze rasiert. Wenn nicht, dann kommt er gerade. Ich rufe ihn mal. Kleinen Moment, ja, Frau Merz? Kleinen Moment. Okay, wenn Sie ist nicht da, dann machen wir alles zusammen, okay? Ja, natürlich. Wir können auch mal, natürlich. Herr Pfleger? Okay. Ja, was ist denn? Telefon für Sie. Das ist die Dame, bitte. Können Sie das mit ihr machen, damit ich mein Geld zurückbekomme?
Ja, gib mal den Hörer. Ja, nehmen Sie mal das Telefon. Hallo? Hallo, wer sind Sie? Ihr Name bitte? Pfleger ist mein Name. Pfleger ist Ihr Name. Richtig. Wie alt sind Sie, Mr. Pfleger? Was? Wie alt ich mit Herr Pfleger bin? Ja. Können Sie mir die Frage mal erklären? Nein. Also Ihr Name und Vorname, vollständige Name und Vorname, ja, bitte. Jochen Pfleger. Aha, okay. Und Herr Johann, wie alt sind Sie? Herr Pfleger, bitte. Herr Pfleger, wie alt sind Sie? Was geht Sie denn das an? Wie alt sind Sie denn? Ich bin 33. Ja, schön. Aber mein Alter geht Sie ja nichts an. Okay. Also, dann Herr Pfleger, die Sache ist folgendes. Wir haben im Blockchain-System Bitcoins, eingefrorenes Bitcoins gesehen, ja? Das ist die Gewinne, das Frau Rakesh generiert hat. Herr Rakesh. Herr Rakesh. Ja. Ja, und also da, wie gesagt, es geht um Auszahlung, ja? Wir müssen heute dann auszahlen. Zahlen Sie doch aus. Dann zahlen Sie doch einfach aus. Ist doch kein Problem. Ja, davor, wie gesagt, brauchen wir eine kleine Verifizierung. Ja, ich muss erst mal Herr Rakesh diese zeigen. Bitte was? Ich muss erst mal dieses Zugriff geben. Verstehen Sie, auf dieses Konto, wo das Geld liegt. So, ja, das ist ja natürlich, den Zugriff haben wir doch theoretisch, wenn es bei der Blockchain ist. Sie haben also ein Konto bei der Blockchain festgestellt. Hallo? Ja, ich bin da. Also nein, schauen Sie, wir müssen es gerade machen. Ja, davor brauchen Sie... Ist es der krumm oder warum müssen Sie es gerade machen? Ist es krumm oder verstehe ich nicht? Nein, schauen Sie, es geht um eingefrorenes Bitcoin. Ja, dieses Bitcoin steht jetzt im Blockchain-System. Und also in einer Wallet. Ja. Also ja, in einer, genau, Wallet. Richtig. Gut, prima, gut. Richtig. Dann lesen Sie mir mal bitte mal die Wallet-Nummer vor. Gleich, Moment. Ja. Aber warum machen Sie diese Wallet-Nummer? Verstehe ich nicht. Ja, weil ich wissen will, ob Sie bei der richtigen... Ja, wenn ich mal ausreden darf, weil ich wissen will, ob Sie bei der richtigen Wallet sind. Deswegen muss ich wissen, welche Wallet-Nummer. Ja. Ja, schauen gut. Sie, das ist ein bisschen schwierig. Ja, so, warum? Ja, Sie sind doch von der Blockchain, oder nicht? Ja, richtig, aber das ja, ist dann, ein bisschen schwierig. Dann sehen Sie doch auch lange. Die Wallet. Hallo. Was denn? Ich habe meine Frage noch nicht fertiggestellt. Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Wenn Sie von der Blockchain sind oder von der vom Government, dann wissen Sie auch die Blockchain-Nummer. Dann sagen Sie mir bitte die Blockchain-Nummer. Ja, weiß ich. Diese, meinen Sie, Wallet-Nummer brauchen Richtig, Sie? Richtig, genau. Genau. Okay, aber schauen Sie, das ist sehr, sehr, sehr lange. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Ich notiere. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Ja, es Warum? Wäre besser. Sie brauchen doch einfach wohl vorlesen. Lesen Sie doch einfach mal vor. Bitte, lassen Sie mich sprechen oder auflege ich, okay? Auflege ich. Wir sind die dritte Person, ja, das ist nicht Ihre Sache. Nein, ich bin ja auch der Pfleger. Das wurde Ihnen ja nun mehrfach erklärt, dass ich der Pfleger bin. Das ist mir egal, wer Sie sind. Ja, das Sie, ist okay? Ja, gut, okay, wirklich? Kein Problem. Das ist mir egal. Bitte was? Sie sprechen sehr schlecht Deutsch, ich verstehe Sie leider nicht. Ja, das ist mir egal, wer sind Sie, okay? Wirklich. Ja, ist mir ja auch aber egal, okay, wer Sie sind. Sprechen Sie mich freundlich oder auflege ja, ich? Oder das auflege ich? Sache. Ja, richtig. Es geht um unser Geld hier. Also seien Sie mal freundlich. Sie sind unfreundlich, ja. Nee, Sie sind unfreundlich. Sie unterbrechen mich dauernd. Sie fallen mir ins Wort. Sie wollen mir die Blockchain-Nummer nicht nennen, die Wallet-Nummer nicht nennen. Weil Sie schreien, verstehen Sie? Ich schreie nicht. Ich rede doch ganz freundlich.
Ich rede noch ganz, ganz freundlich. Okay, machen wir doch folgendes. Okay, machen wir so. Dann lesen wir jetzt mal die Blockchain-Nummer vor. Ich lese gar nichts. Wenn Sie wirklich das Geld bekommen möchten, öffnen Sie Ihr Computer oder auflegen. Ja gut, dann weisen Sie sich mal aus. Verifizieren Sie sich bitte. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Ja, okay. Haben Sie Computer dabei, oder? Ja, verifizieren Sie sich. Wie soll ich verifizieren? Senden Sie mir eine E-Mail mit Ihrem Namen von der SEC.government. Mein Gott, bye bye. Wie ihr gehört habt, arbeitet sie mit der Blockchain zusammen, also mit einer dezentralen Datenbank, und die meldet nicht irgendwelche Daten an die Behörden. Schon gar nicht irgendwelche Wallets, die auffällig werden. Denn Wallets sind komplett anonym, weswegen sie ja so gerne von Betrügern genutzt werden, um Geld ins Ausland zu verschieben. Diese Wallet-Nummer konnte sie mir ja auch nicht nennen, obwohl sie mir eben noch einen Beweis liefern wollte. Sie konnte mir ja nicht mal eine E-Mail von der Behörde senden, um sich zu verifizieren. Nun ratet mal, warum sie das nicht konnte. Alles nur erstunken und erlogen. Für heute haben wir genug Märchen gehört, weswegen das Video jetzt nun vorbei ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag mit netten Menschen um euch. Bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher.